Na gut, also da scheint wirklich ein Weg nach draußen zu sein. Den sollten wir nicht unbedingt gehen. Wir haben ja noch einiges hier zu erledigen. Nur was als nächstes? Können wir hier unten irgendwo... Ein Weg hier zwischen wäre ganz schick. Weil das ist ja die unterste Ebene hier. Also wir könnten uns rüber teleportieren, aber so ein Geheimgang wäre echt praktisch. Aber wir haben die Wand hier schon mehrfach abgesucht. Nee. Na gut, dann müssen wir halt durch diesen Schacht noch einmal nach oben. Einen Schacht hinaufsteigen. Und dann gleich wieder nach unten mit der Treppe diesmal, aber... Karte sagt... Südwesten oder Südosten? Südosten war dieser Wasserweg. Also Südosten, glaube ich. Süden? Oh, Quelle nutzt die Gelegenheit, um sich den Ruß aus den Kleidern zu waschen. Jetzt waschen sich wohl alle erstmal kurz. Na gut. Schaden wird es bestimmt nicht. Sogar Tirek hat sich gewaschen. Das will was heißen. Aber wir sind ja auch ewig in diesem Schacht herumgeklettert. Oh, das war nach oben. War es jetzt einmal nach oben, um wieder nach unten zu gehen? Richtig. Und diesmal machen wir nicht den langen Weg rum, sondern gleich hier runter. Dann wäre hier gleich die Luke. Und dann gucken wir uns da unten nochmal genauer um. Irgendwie müssen wir hier weiterkommen. So, wir haben da hinten eine Truhe gehabt. Richtig, richtig. Schwert, Dolch, Knüppel, Wurfstellen, Kraftgürtel. Dann hatten wir hier eine Wand. Oh, nach einer kurzen Untersuchung steckt Gwendolyn den Doppelbadschlüssel in das Schloss und dreht ihn um. Was für ein Schloss. Okay. Hier scheint es definitiv weiterzugehen. Das ist doch schon mal schön. Tür. Und sogar recht viele Abzweigungen. Da ist wieder ein Loch in der Wand. Dich lassen wir jetzt in Ruhe. Oh. So viel zu den vielen Abzweigungen. Da kommen wir her. Hier wollen wir weiter. Klick. Oh, noch eine Truhe und noch eine Tür. Erstmal in Truhe gucken. Die Truhe ist unverschlossen. Das ist schon mal komisch. Auf der Frontseite ist eine Tafel angebracht. Nehmt es Gottes, solange ihr dessen bedürft. Doch bedient euch seiner nicht länger, als die Not gebietet. 7 Lederhosen, 7 Lederstiefel, 7 Lederwämse. Ah, sehr schön. Die nehmen wir doch mal alle mit. Das müsste dann... Oh, wir haben keinen Platz mehr. Nein. Als ihr die Kleidung aus der Truhe genommen habt, hört ihr plötzlich aus der Ferne einen donnernden Knall. Ja, also wir müssen jetzt Platz schaffen. Wie schaffen wir am besten Platz? Wir könnten Werkzeug wegwerfen, ja, aber... Nee. Zweihänder. Der hier ist der magische. Dann werfen wir mal den nicht magischen Zweihänder weg. Auch wenn die gut was wert sind. Kriegsbeil kann auch weg. Welches waren jetzt welche Schuhe? Das wird ein tierisches Durcheinander geben. So, du schmeißt doch mal das Kriegsbeil weg. Kriegsbeil weg. So, da haben wir eine Lederhose. Die kannst du schon mal anziehen. Du kannst die Lederhose anziehen. Du die. Brauchen wir jetzt die Schuhe aus der Truhe? Ich hoffe mal einfach nicht. Weil sonst kriegen wir das wirklich nicht auf die Reihe, welche Schuhe jetzt welche waren. Außer hier ist irgendeine genaue Beschreibung. 000075. Die sind Stiefel. Die Nähte sind schon aufgeplatzt und die Sohlenspreizlöcher haben wir. Daran könnten wir vielleicht unsere Stiefel erkennen.
Aber gut, ziehen wir erstmal zu Ende die Hosen an. Ja, das sind die ganzen neuen Lederstiefel. Du nochmal dahin. Natürlich könnten wir jetzt auch unsere alten Sachen wegschmeißen. Aber diese Inschrift auf der Truhe hat sich ja so angehört, als wenn wir die Sachen wieder zurücklegen müssten. Und das wäre dann nicht so gut. Wenn wir unsere alten Sachen wegschmeißen würden. So, noch ein Kriegsball kann auch noch weg. Jetzt haben wir alle Hosen an. Und sie hat die... Ne, eine Hose fehlt noch. Sie kann nicht mehr. Das ist verständlich. Was mit dem Erzklumpen? Den Erzklumpen kann auch jemand anders tragen. Derek zum Beispiel. So. Genau, sie braucht jetzt noch eine Hose. Immer noch nicht. Glasflasche kann weg. Hat das jetzt gereicht? Eventuell ja. Der Schlafsack dürfte noch gut was wiegen. So, jetzt aber. Na also. So, alle haben die Hosen an. Wir haben jetzt hier 5 Stiefel. Das heißt, wir machen bei ihr jetzt noch ein wenig mehr Platz, damit auch die anderen beiden Stiefel bei ihr landen. Dass, falls wir wirklich die neuen Stiefel anziehen müssen, wir wissen, dass wirklich alle hier die neuen sind. Weil Gero Gonzalo hat ja auch ein paar dabei. Aber das sind halt einfach nur stinknormale Stiefel. Also nochmal zur Truhe. Nein, wir hätten gerne 2 Lederstiefel. So, jetzt brauchen wir noch Platz für 7 Lederwämse. Oh, das sieht nicht gut aus. Die wurden bei ihr abgeladen, nicht bei ihr. So, wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht. Dein Schwert muss mal weg. Und dein Speer muss auch weg. Tut mir ja leid und so. Also, wenn wir jetzt keinen Fehler gemacht haben, sind das die 7 magischen Stiefel aus der Truhe. Jetzt brauchen wir noch Platz für 7 Wämse. Also wir brauchen Platz und wir brauchen auch dementsprechend die Körperkraft. Eine leere Bronzeflasche kann weg. Das heißt, ich denke mal, Girugon wird das alles tragen müssen. Dann gib doch mal deine alten Schuhe. Warum hat Derek auch Stiefel? Das ist alles verwirrend. Nee, komm, wir lassen die Stiefel jetzt einfach so, wie sie sind. Machen bei Girugon einfach nur 7 Plätze frei. Braucht irgendjemand einen Wirselkraut zufällig? Talana kann eins gebrauchen. Noch jemand? Ja, Gwendolyn. So, sehr schön. Heiltrank, Hose, Schleifstein. Kannst du einen Schleifstein tragen? Jo. Und ich dachte, wir hätten das Inventarmanagement mit dem ersten Teil hinter uns gelassen. Zumal wir jetzt ja auch die Körperkraftgürtel haben. Aber nein, es sucht uns immer wieder heim. 5 Stück. Das kriegst du auch noch hin. So, 7 Felder Platz. Das klingt gut. Nein, wir wollen es nicht zurücklegen, wir wollen es aufheben. 7 Stück. Hier gibt es nichts mehr zu holen. So. Die sehen auch Gott sei Dank ein wenig anders aus. Das heißt, wir haben da nichts zu wechseln. So. Und jetzt müssen wir gleich gucken, wo genau wir die brauchen. Wie schaut es eigentlich beim Gewicht aus? Ja, das müssen wir gleich noch ein wenig mehr umverteilen. So. Derek tauscht einen Schuh gegen ein Kettenhemd. So. Noch einen Schuh gegen noch ein Kettenhemd. Oder andersrum. So. Immer noch tierisch überladen. Noch ein Kettenhemd. Kriegt Tirik das überhaupt noch hin? Ja, kriegt er. Starker Junge und so. Gegen das Feuerpulver. Also, Tirik hat 5 Bewegungspunkte. Girugon hat 3 Bewegungspunkte. Nicht sehr schön. Tirik kann auch nicht mehr viel tragen. So, vielleicht. Jo, 5. 5, 5, 5.
Sehr gut. Ufala. Und nachher nochmal alles wieder neu anziehen. Und dann schauen wir mal hier hinter Schloss Knarren. Oh. Das sieht doch gefährlich aus. Hier werden wir bestimmt die Rüstung gleich brauchen. Das heißt, wir gehen hier erstmal nicht lang. Sondern wir gucken uns den anderen Korridor noch kurz an. Hier ging es einmal im Kreis mit dem Loch in der Wand, genau. Da geht's zurück. Hier müssten wir noch nicht gewesen sein. Ja, das schaut gut aus. Klick. Oh, ist ein Brunnen. Wollt ihr das Wasser probieren oder das Gitter untersuchen? Erstmal das Wasser probieren. Das Wasser ist erfrischend, kühl und durststillend. Eure Stimmung bessert sich und nachdem ihr eure Wasserschläuche gefüllt habt, seid ihr wieder zu weiteren Taten bereit. Das klingt gut. Und was mit dem Gitter? Das Gitter lässt sich ohne große Mühe von der Öffnung schieben. Gwendolyn hat mehr Probleme damit, bei der Aktion nicht nass zu werden. Wollt ihr die Öffnung untersuchen? Ja. Gwendolyn bemüht sich zwar sehr, aber ohne nass zu werden, lässt sich die Öffnung nicht genau untersuchen. Es handelt sich bei der Öffnung um ein gewöhnliches Loch im Boden, durch das das Wasser abfließt. Wollt ihr das Gitter wieder vor die Öffnung schieben? Nein. Nur für den Fall, dass man da doch irgendwie durch rauskommt und wir schnell raus müssen. Wollen wir nicht wieder extra einen Hebel hochhebeln, ein Gitter hochhebeln müssen. So, das müsste jetzt aber gewesen sein. Da war die Truhe. Ja. Also nach Süden über diese komischen Platten. Wofür wir diese Lederkleidung brauchten. Okay. Die Platten auf dem Boden glühen schwach, als ihr euch im Korridor vorwärts bewegt. Gerugon macht lieber kehrt. Talana macht lieber kehrt. Das ist nicht gut. Ja, alle wieder zurück. Oh, und was ist mit Gwendolyn los? Talent anwenden, Krankheiten handeln, Gwendolyn. Können wir noch nicht. Oh, die hat sich auch irgendwas eingefangen. Nicht gut. Aber warum sind wir jetzt umgekehrt? Hatten die einfach nur Angst? Das kann ich mir nicht so wirklich vorstellen. Das heißt, wir müssen jetzt wirklich die Schuhe alle wechseln und hoffen, dass es die richtigen sind. Okay, die alten Schuhe kommen nach oben. Ja, jetzt dürfen wir uns 7 Mal angucken, wie die Schuhe angezogen werden. Also, Gwendolyn hat neue. Ah, die zeigen eine andere Richtung. Das ist natürlich sehr praktisch. Dann können wir die ja gar nicht verwechseln. Schön, schön. Also die nach links zeigen, sind die magischen Schuhe. So. Links zeigen. Gut, dass da nicht mehr passiert ist. Und dass den mulmig wurde. Es wäre übel gewesen, wenn wir jetzt allesamt darauf gelaufen wären und irgendwann hätte es zu brennen angefangen. Und noch ein linker Schuh. Trick. So, links, 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 links. Sehr gut. Dann speichern wir doch mal ab. Neu. Jo. LP 079. Und wir sehen uns gleich wieder und gucken, was hinter diesen komischen Platten ist.